Inventory. Aber hier ein Stuhlbein. Und wo könnte man denn das am besten anspitzen? Vielleicht hier. Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Oha! Okay. Ich habe es kaputt gemacht. Gehe zu kaputtes Stuhlbein. Kann man hier irgendwas machen jetzt mit ihm? Oh. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Könnte jetzt sein, dass die Klimaanlage noch gar nicht an ist, weil... Das habe ich wahrscheinlich vergessen. Machen wir hier noch einen rein. So. Luftiger Spalt. Doch, ich glaube, wenn... luftiger Spalt, kommen wir, probieren es doch nochmal. Aha, so läuft der Hase, wa? Hase, heil Harvey. So, können wir hier mal schauen. Aha, Schraube, Gitter, Ventilator, Schraube, Gitter, Ventilator, Schraube, Gitter, Zelle, gehe zu Zelle, Gitter, Ventilator, Gitter, Ventilator, Schraube, Schraube, ja, ist gut jetzt. Gut, dann probieren wir mal einfach random alles aus. Hier vielleicht mal sie anschauen. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Ha, damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Ist ja interessant. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Ha, damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Das können wir auch schon vielleicht reden. Yo, Schraube! Jo mich nicht an, du Subjekt. Ey, Schraube, bleib mal locker. Ey, Schraube, jo. Ey, was meine Mutter? Was meine Mutter, Schraube? Ja, okay. Benutzen, das da kommt wahrscheinlich das Gleiche raus. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Da. Ja. Genau das Gleiche, dann schauen wir mal mit Harvey. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Konnte ich barfuß Polka tanzen? Konnte ich mich teleportieren? Konnte ich mit Delfinen sprechen? Konnte ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Von diesen 5 Dingen würde ich alle 5 gerne können. Also für mich persönlich jetzt. Ja, warum nicht? Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exacto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Nobody's perfect. I gotta work then. When there's something in your mind. Miley Cyrus, Nobody's perfect. Checkt's alle out. Checkt es aus. Ja, ich glaube, Tempomorphen, für die, die es nicht wissen, aber ich glaube, das wissen alle, gleich teleportieren in diesem Sinne. Oder in diesem Fall. Ja. Das heißt, wir müssen Harvey nochmal die Schrauben zeigen, aber ich will... Komm, wir schauen uns noch das Gitter und den Ventilator an. Ich hasse Gitter.
Ja, stimmt. Ich glaube, so mancher Gefängnisgenosse hasst die sicherlich genauso wie du, mein Schätzchen. Fest verschraubt. Ja, da geht nichts. Sesam, öffne dich! Das war wohl der falsche Spruch. Und das zum zweiten Mal. Benutzen ist ja immer das gleiche wie nehmen oder sowas. Jetzt probieren wir mal mit Harvey. Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Go, Edna, go! Du alter, oh! Ja, okay. Vielleicht mit dem noch mal. Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Ein Gitter, das einen Menschen verhöhnt. So, komm, wir probieren es. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Ja, dit ist ja mal miserabel, wa? Gut, komm, wir probieren noch alles aus hier. So, benutze kaputtes Stuhlbein mit Ventilator. Sieh mal, Harvey, ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Edna und Harvey AG, Stuhlbeinspitzerfinder. So, Harvey. Komm, wir machen zuerst. Da ist ein Ventilator hinter dem Gitter. Da komme ich noch nicht ran. Ach doch, da kommst du doch ran hier. Hallo, kleiner Ventilator. Möchtest du eine Banane? Ich habe leider keine Banane für dich. Ich schon. So, jetzt, mach mal hier schön ein bisschen einen zerstückelten Harvey, Harvey-Hasen. Los, zerstückel dich, du blöder Frotti-Hase. Nein, Harvey ist mein bester Freund. Okay, beim nächsten Mal dann halt. So, dann machen wir mal das hier. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Lieber nicht. Was genau meinst du mit tempomorphen? Ja, nehmen wir jetzt einfach mal die optimistische Antwort. Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst. Halte dich fest. Ich kann das nicht so wie Kronk. Tut mir leid. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an. Ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder? Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann. Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey Camper Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna ziehen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie erst später benutzen, kann er sie auch auf der Leiste am unteren Bildrand ablegen. Sehr schön. Gut, dann machen wir das mal. Ja, so. Ja, was ich gemerkt habe, ich muss hier noch ganz schnell den Sound anstellen, der ist so. Jetzt wird das auch gespeichert. Das letzte Mal habe ich wahrscheinlich vergessen, auf den grünen Haken zu tippen.
Und was gibt es denn alles hier? Fenster, Feuerholz, Hake, Ofen. Haha, ich habe ja das Let's Play von Gronkh gesehen. Let's Play Harvey's neue Augen. Da haben wir ja auch eine ganz schöne Geschichte hier. Wer es kennt, der kann sich mit mir zusammen freuen. Gut, dann fangen wir mal an hier bei den Farbtöpfen. So. Ansehen. Mein Vater wollte seit Urzeiten den Schuppen streichen. Jetzt sind die Farben vertrocknet. Ja, ja. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Wenn Bear Grylls jetzt hier in diesem Keller wäre, würde er dir sagen, alles ist nutzvoll. Du kannst alles nutzen, was dir die Natur oder hier in diesem Fall der Keller bietet. Aber egal. Hallo da oben. So, benutzen ist wahrscheinlich wieder das gleiche. Hier, Glas. Gleich mal Harvey. Nee, das geht ja nicht so. Vielleicht mal ansehen. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Anscheinend nicht. Aber ich muss ganz ehrlich zugestehen, mein Vater ist selber nicht besser. Er hat über 1000 Bücher, aber egal. Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Wer rastet, der rostet. Hahaha, das macht doch die ganze Menschheit. Wir rasten und wir rosten. Und irgendwann müssen wir uns alle... Ja, mir fällt das Wort nicht ein. Ja, komm, egal. Wir machen Lea. So, nee. Lea, ja. Hallo, Lea. Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. Let's go. Ciao. Ja, Tücher. In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Aber ein paar Immigranten aus dem Osten wären über so etwas auf jeden Fall glücklich, Edna. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden? Das ist wieder das Gleiche. Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Ja, das wäre dann eine andere Version von Make-up-Puder für dich, wa? Luxus, weißt du Bescheid. Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? So viel ich weiß, nicht gerade. Da kommt nichts mehr raus. Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Ja. Nutzen, Da kommt nichts mehr raus. Ja, schade. Marmelade. Ist wahrscheinlich auch abgelaufen wie der Rest des Sperrmülls hier in den Regalen. So kann ich... Kitty. Lieber nicht. Ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. Natürlich, wenn sie so alt ist wie die Ägypter. Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Oh, aber das ist eine Beleidigung für deine Mutter wahrscheinlich, die das gemacht hat. Gut, was haben wir? Feuerholz. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Ich will die Spinnen nicht stören. Natürlich. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Spinn ich denn? So. Ich will die Spinnen nicht stören. Ja. Gut, dann können wir vielleicht mal einen ulkigen Witz ausprobieren.